Jo, sind wir wieder bei Final Fantasy X. Beim letzten Mal haben wir den Tempel von, wie hieß du? Ich weiß nicht mehr. Den Tempel jedenfalls gemacht, diese kleinen paar Eisrätsel, Rutschrätsel, wie auch immer für Rätsel. Und sind nun mitten auf der Flucht, weil, joa, wir haben im Endeffekt immer noch Seymour getötet. Das fanden die Leute hier nicht so cool. Hat sich der Typ gerade weggeportet? Na, jedenfalls dürfen wir jetzt hier erstmal weglaufen. Und eine Sache vorweg. Nein, ich bin nicht unterlevelt. Finde ich nicht. Ich komme noch gut durch die Kämpfe durch, von daher finde ich bin eigentlich auf einem ganz guten Niveau eigentlich. Ich habe bis jetzt noch keine großen Probleme in irgendeinem Kampf gehabt. Huch, kannst Monster beschwören. Okay. Okay, du kannst Monster beschwören. Dann greife ich mal dich an. Ach, der Quatsch schon wieder. Tobsucht. Okay. Machen wir es mal anders. Gib mal Lulu wieder Hast. Und sie darf nun erst einmal das Feuerviech hier kaputt hauen. Ja, ganz locker. Und du darfst das da mal draufhauen. Wow, das hat sogar für One Hit gereicht. Sehr schön. So, mal gucken, wie viel so ein Feuerer bei dem Vieh abzieht. Oh, vernichtend. Okay, passt. Alles super, du. Pah, das hat eine Menge gegeben. Oh, zwei Abilities für Ruinen. Sehr schön. So, dann hauen wir mal ab. Wir haben hier nichts zu tun. Nee. Also, wie gesagt, ich finde nicht, dass ich unterlevelt bin. Ich komme super durch. Ich mache vielleicht nicht gerade den größten Schaden, aber passt. Ich finde, das passt so. Verfolgen die mich immer noch? Nee, es sind wieder Random-Kämpfer hier. Get out of the way. Kriegst du die erwischt? Nee, weil Fluggegner. Ich habe mir schon fast gedacht, dass das nicht klappen wird. Nein. Ja. So. So, du kannst das Vieh nochmal kaputt hauen. Uah. Natürlich reicht es nicht. Oh, du bist effektiv. Da ist Eis gegen dich effektiv. Nee, Feuer. Du hast falsche Monster geguckt. 3 KP. Mann. Na, ich hätte austauschen können eigentlich. Egal. Okay, Titus bekommt auch fürs daneben schlagen Erfahrung. Komme ich darüber? Ja, ich soll sogar hier rüber, sehe ich gerade. Glaube ich aber auch nichts verpasst da hinten. Nö. Are we supposed to run? Gut ausgewichen. So. Das da erstmal. Wow. Vernichtend einfach weggeschlagen. So, komm, Kimari. Du kriegst doch sicher das Ding kaputt. Oh. Kann es sein, dass ich gerade ein bisschen zu stark bin? Irgendwie hau ich gerade alle Monster vernichtend hier um. So viel zu überlevelt, unterlevelt. Ich glaube, wenn ich alle Gegner hier vernichtend schlage, dann bin ich vielleicht doch eigentlich ganz gut im Levelschnitt. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ah, ein Speicherpunkt. Ich möchte mich zumindest heilen. So, du wechselst dich mal schnell gegen Auron aus. Ja, das war gut gemacht. Das war gut gemacht. Und weg mit dir. Oder sind die Gegner jetzt einfach nur so schwach geworden? Ich habe doch keine Ahnung.
Wobei, wir können auch direkt einfach mal kurz speichern. Habe ich das auch schon mal. So. Ist wieder ein paar Tage her, das letzte Mal aufgenommen. Ist schon fast eine Woche her, das letzte Mal aufgenommen. Aber wenn ich das hier 5.5. und jetzt 11.5. Ist nicht so lange her. Hm. Okay. Passt schon. So, dürfen wir weiterlaufen? Anscheinend. Huch, was ist denn da hinten? Der Yeti. Gib ihm doch keine Tobsucht. Ja, er ist da direkt zu Anfang des Beginn. Zu Anfang des. What the fuck? So. Jetzt muss ich die richtigen Tasten eingeben. So. Wen habe ich jetzt vernichtend geschlagen? Hä? Habe ich nicht gerade jemanden vernichtend erwischt? Okay. Wie flattert er eigentlich hier? Mal sehen, was steht da? Sind die Angriffskraft, aber. Okay. Kann ich irgendwie Tobsucht aufheben? Keine Ahnung. Das Vieh macht auch wirklich monströsen Schaden. Habe ich irgendwas, was ich beschwören kann, was physischen Schaden gut wegsteckt? Moment, haben die Dinger eine Schwäche? Nee. Ich könnte einfach mal was beschwören. Ich habe ja Leiste voll und so. Und da steht Kimari wieder auf, ne? Wenn hier was kommen sollte. Erst denkt er sich, nee, ich bleib liegen und dann, oh, Bestia kommt. Okay, ich bin weg. Ich glaube, Ifrit wird danach sterben. Aber komm. Ich möchte zumindest das eine Viech rechts da weg haben. Und vielleicht ziehe ich dem Vieh auch gut Schaden damit. Wow. Ja, gut Schaden ist... Ja, komm. Protest und tot. Tot. Es war zu erwarten irgendwo. Das Ding kann eh, glaube ich, jeden meiner Leute one-hitten. Und Kimari darf sie erstmal wieder hinlegen. So, kannst du irgendwas, um das wieder wegzumachen, was er da hat? Moment. Ich mach mal Medica auf ihn. Ich würde mal sehen, ob das funktioniert. Und ob ich seine Tobsucht damit heile. Wow. Was haben wir noch? Dicken Schaden, mein Lieber. So, heilen wir erstmal kurz einmal Auron. Vielleicht reicht das ja für einen Vollheal. Ja, 1400. Glaubt, der mag Auron nicht. Kann ich dich vielleicht blind machen? Nee, nicht Blindschock. Blindhieb. Ja, er ist blind. Sehr gut. So, dann beleben wir erstmal ihn hier wieder. Er liegt da gerade so doof. Danke. So, Waka hat seinen Angriff gemacht. Jetzt brauche ich mal kurz Auron, um seine Kraft zu schwächen. So, und du kannst dann nochmal Auron heilen. Okay. So, Kimari. Hast du schon irgendwas in diesem Kampf gemacht, oder du? Ich glaube, du bist direkt von Anfang an gestorben, ne? Gucken wir mal die Dragonik aus. Vielleicht kannst du ja was lernen. Nope. Braucht noch jemand Heilung? Ja, Kimari. So, dich tauschen wir mal kurz gegen Riku aus.
Versuchen wir was zu klauen. Hi, Potion. Eieieiei. Hau doch nicht so auf Yuna drauf. Aber du hast einen Kraftbrecher. Shell, Protess. Ja. Das bleibt jetzt bis zum Ende des Kampfes der Kraftbrecher. So, Tidus. Du darfst. Oh, ich sehe gerade sein blindes. Na, wobei Tidus kommt eh noch oft genug dran. Ich erhöhe mal unsere Verteidigung so ein bisschen. Kann ich gleich Waka für Rico dann reinholen. Oh, du hast die Ekstase. Ah, das merke ich mir mal. So, einmal geheilt. Rico dann darf wieder Waka reinkommen. Und den Gegner erstmal wieder blenden. So, und du machst nochmal Anfeuer, um unsere Verteidigung etwas zu erhöhen. Also vor allem die von Yuna, weil Yuna wird wahrscheinlich jede ganze Zeit auf dem Feld bleiben. Einfach mal, um ständig zu heilen. Die Leute, die hier versuchen anzugreifen. So, dann können wir für Waka gleich mal kurz Lulu reinholen und ich glaube, dann waren alle mal drin. Na dann, schauen wir mal. Ja, das hat ein bisschen Schaden gemacht. Gut, daneben gehauen erstmal. So, braucht noch jemand Heilung? Ne, sind sogar mal alle voll. Sehr gut. Was hast du sonst noch? Dann kann ich dich sogar kurz mal auswechseln. Und Waka reinholen. Ich möchte mal probieren, ob ich ihn einschläfern kann. Oh, es funktioniert wirklich. Na dann, draufhauen. Okay. Moment, bevor ich irgendwas mache, möchte ich ihn nochmal blenden. Ich habe das Gefühl, er will irgendwas machen. Ja, er war im Kontermodus. Okay, wenn er meint, kontern zu müssen, dann booste ich mich hoch. So. Ich hoffe mal, es gilt nicht für Magie. Da probieren wir es mal aus. Okay, Konter wirkt wirklich nur für physische Angriffe. Ich wüsste immer noch nicht, was das eigentlich genau bringen soll, aber... Was macht Anpeilen? Steigert Treffer der Gruppe. Brauche ich jetzt nicht wirklich. Schwarzmagie. Okay. Jetzt zieh mal ein paar KP. Ah. Okay. So. Boosten wir uns nochmal ein bisschen weiter hoch. Und wie ich mittlerweile erfahren habe, der Präventivschlag, den Tidus da hat, der gilt auch nur für ihn. Das heißt, nur er hat den ersten Angriff. Sonst niemand. Stört mich gerade so ein bisschen. Kann ich dich verlangsamen? Na gut, bringt mir jetzt aber auch nichts, wenn er ständig kontert. Moment, ich halte mal nochmal kurz durch. Der Konter stört mich gerade so ein bisschen. Wie viel macht ein normaler Angriff? Er ist auf jeden Fall immun gegen Gift. Nehmen wir lieber Tidus. Dem fehlen ein paar mehr KP. Ah, er hat keinen Bock mehr auf Konter. So. Dich tauschen wir nochmal aus gegen Lulu.
Und hauen drauf. Und du machst wieder deinen Blindhieb. Bom. Na, der macht immer noch viel Schaden. Aber Lulu und Bakker sind jetzt in Ekstase. Dann nutze ich das gleich direkt mal von beiden aus. Mir wurde ja gesagt, ich soll mal ein bisschen mehr Ekstase einsetzen. Ja, ist ja gut. Ich tue es ja schon. Oh, Barmherzigkeit. Okay. Nee. Tombola. Element T. Sollen wir nochmal versuchen, am Elementrad zu drehen? So, wir wollen Wasser versuchen. Es kommt direkt nach Feuer. Da kommt es direkt nach Blitz. Super! Ja, 1900 immerhin. Okay, und jetzt darf Lulu ein bisschen wütend sein. Oh! Wir machen mal Feuerwut. So, wahrscheinlich wieder den rechten Stick im Uhrzeigersinn. Na, wieder halt 7-mal. Wow! Ich habe ihn sogar vernichtend geschlagen. Sehr gut. Das gibt wie viele Punkte? Na gut, das sehe ich ja gleich erst dann. Oh, er steht wieder. Noch mehr Stress? Oder willst du jetzt die Eisdecke kaputt machen? Ja, das war vielleicht noch eine Fahne machen können. 4000! Wow. 4 Ability und 2 Kraftsphäroiden. Sehr schön. So, was passiert jetzt? Jetzt hat er so ein bisschen die Eisdecke unter uns kaputt gemacht. Praise be to Yevon. That's what I would have said. If I was a follower of Yevon. We were all there, and in one piece. Even if I had a headache from wondering what was in store for us next. Okay. Gut, aber ich würde sagen, hier beenden wir den Part. Bevor mir noch irgendwas passiert, einfach mal schnell ins Menü. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.